Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Samyang Sunday. Eigentlich habe ich für diesen Sonntag schon eine Samyang Sunday Folge aufgenommen mit Samyang. Die Woche war aber auch wieder eine Art Pizza-Woche. Wir haben ja manchmal Motto-Wochen, die fallen euch gar nicht auf. Wir hatten die Motto-Woche mit der Hensler-Pizza, viermal Hensler-Pizza und Sonntag dann noch eine spezielle Kürbispizza. Wir hatten eine Motto-Woche mit den Stranger Things Pizzen und diese Woche ist auch wieder eine Motto-Woche. Da ist nämlich schon wieder zweimal Brezel-Pizza drin gewesen und deswegen werde ich in diesem Video auch eine Pizza am Sonntag nehmen. Aber mit Samyang. Das Ganze ist jetzt gar nicht so neu. Wir haben das schon mal gemacht in der Vergangenheit. In der alten Wohnung in Hibu saß ich mal rum, habe mir eine riesengroße Gustavo Gusto Pizza geholt mit Ananas. Das fand ich interessant, weil das ja süßlich ist und so. Ich glaube, da war Ananas-Schinken drauf, als Standard so. Und auf diese Pizza habe ich zwei Packungen Samyang Bulldog Carbonara gelegt. Das war einmal die Samyang Bulldog Light und die Cheese. Ich habe damals die Pizza, aber die war richtig fest, hart, knusprig. Zwei Packungen Samyang drauf. Du hast von der Pizza gefühlt gar nichts mehr gesehen, weil die Nudeln haben einfach die ganze Pizza bedeckt. Ich habe das dann geviertelt, das Stück genommen, immer abgebissen. Das ist eine Art, Pizza zu essen. Jetzt habe ich in letzter Zeit aber wieder vermehrt Samyang-Nudeln auf Pizza gegessen und habe das mittlerweile dann auch einfach zusammengerollt und das war dann wie ein Dürüm, wie eine Dönerrolle, wie auch immer. Das möchte ich euch heute mal zeigen, denn eine Sorte habe ich von Gustavo Gusto noch nie gehabt. Das ist Salami und das ist Mozzarella. Und beim Netto läufst du durch und siehst auf einmal diesen fetten 30% Aufkleber und denkst, hä, das kann doch nicht sein. Diese heftig teure Gustavo Gusto Pizza mit 30%, das musst du mitnehmen. Da kannst du nicht weiterlaufen, denn die sind schön groß, da passt viel drauf. Die schmecken meistens richtig gut und sind super. Auch wenn auf der Margarita gefühlt halt nichts drauf ist, ist es trotzdem eine Gustavo Gusto. Und eigentlich kommt der Geschmack ja hauptsächlich durch die Samyang, die du drauf machst. Ich habe mich deswegen entschieden. Ich habe gleich zwei mitgenommen. Eine habe ich schon gegessen, eine möchte ich jetzt im Video für euch zeigen. Eine Margarita Gustavo Gusto Pizza, die halt abgelaufen ist, deswegen reduziert. Und dazu ein einzelnes Päckchen, das hat auch einen Grund. Ein einzelnes Päckchen Samyang Bulldog Rosé. Die haben so eine Ham-Schinken-Note. Das ist immer ganz besonders, so ein bisschen Bacon-Geschmack. Weil von denen habe ich im 1+1-Angebot bei Davayo ja so viele geordert, die auch schon wieder am MHD sind, abgelaufen teilweise. Deswegen muss ich jeden Tag jetzt Samyang Rosé essen, in verschiedenen Variationen. Und damit ihr das auf dem Schirm habt, dass man das ja auch mit Pizza machen kann, hauen wir das Ganze jetzt eben nochmal als Gustavo Gusto Samyang Rosé Nudelpizza raus. Erstmal Pizza in den Ofen, Nudeln machen und dann zeigen wir euch gleich das komplette Video, wie wir die ganze Pizza essen. Okay, jetzt war ich glaube ich ein bisschen zu voreilig. Ich zeige doch aber trotzdem eigentlich auch immer, wie ich die Pizza auspacke, damit man halt mal sieht, wie die aussieht. So, weg. Und hier denke ich jetzt, was das ist, Margarita? Das sieht aus wie eine heftige 10-Käse-Pizza, weil da so viel Käse drauf ist, komplett. Das, was eigentlich einen guten Eindruck macht. Du könntest dir dasselbe jetzt natürlich Wasch drauflegen. Das mache ich aber nicht. Ich lasse sie jetzt einfach so, wie sie ist. Jetzt ist einfach alles runtergefallen. Ach du meine Güte. So viel Käse drauf, dass der jetzt nicht nur hier ist. Der ist auch jetzt hier überall auf der Platte, auf dem Tisch. Und die, man muss jetzt ab in den Ofen. Das ist wichtig. Und bei diesem Samyang Rosé-Päckchen können wir ja nochmal zeigen, wenn wir das aufmachen. Ihr habt halt nicht nur das Nudelnetz, ihr habt hier auch ein Tütchen natürlich scharfe, wie steht das denn da? Scharfe Samyang-Soße und ein Tütchen Pulver, ja, schön mit Bacon. Und hier sind
die Nudeln. Eigentlich kannst du es hier so drauflegen und sagen, so, ich bin fertig. Nee, das kommt jetzt in den Ofen, aber die Nudeln machen wir natürlich einzeln. So, die Pizza ist jetzt fertig, aus dem Ofen raus. Ich habe es natürlich schon wieder verkackt, weil ich habe mir nebenbei eine Memo noch angehört vom Muttertier. Da habe ich gar nicht drauf geguckt, habe gedacht, naja, das sieht so blass aus, der Boden so weich. Hörst du dir erst die Memo an, die macht aber immer so lange Memos. Jetzt habe ich es raus, jetzt würdet ihr sagen, ja, das sieht gut aus, aber das ist mir schon wieder zu fest, zu knusprig. Für das heutige Video hätte das schön weich fluffig sein müssen noch. Naja, wir können es jetzt nicht ändern. Wir müssen es jetzt so nehmen, denn im Normalfall sollte das, wenn du das hochnimmst, alles komplett durchhängen und nicht nur an den Bruchstellen sich zusammenfalten. Die Pizza stellen wir nochmal kurz weg. Hier haben wir nämlich unseren Topf, da sind jetzt hier die Samyang-Nudeln drin. Also das ist das Netz eigentlich. So, Wasser ist weg, Nudeln sind da. Und damit ihr auch seht, dass das mit rechten Ding zugeht, rühren wir es jetzt erst um, machen jetzt erst die Tütchen drauf. Einmal hier also das Pulver. Müssen wir es aber so rumhalten, dass ihr seht, dass da was reinfliegt. Eieiei. Das ist salziges, rauchiges, abartiges Schinkenpulver. Vielleicht hätte ich noch ein paar Tropfen Wasser da an den Nudeln lassen sollen, damit das halt. Aber ich habe das jetzt einfach so. Was jetzt natürlich noch kommt, ist die Soße. Jetzt müssen wir das Tütchen hier aufschneiden. So. Dann die Soße hier drauf. Seht ihr, das flatscht schön hier raus. Geh dann da drauf. Das sieht super aus. Annette, was sagst du? Da müssen wir das Ganze rummischen, dass die Nudeln mit der Soße und der Schärfe, dass das alles schön passt, um es auf die Pizza zu legen, um die Pizza dann zusammenzuklappen wie eine Calzone und dann so im Ganzen zu essen. Und ich wollte es eigentlich ganz essen, weil ja der Boden eigentlich schön weich sein sollte. Jetzt weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert, weil der Boden jetzt zu fest ist. Die Nudeln sind gerade auch zu trocken, wie ich finde. Was ist das denn? Sonst gieße ich das Wasser ab, mache sofort die Tütchen drauf. Jetzt musste ich kurz noch auf die Pizza warten. In der Zeit sind die Nudeln einfach nur komplett ausgetrocknet oder wie? Ja, jetzt geht's. Wenn du hier am Ball bleibst und weiter da rumwühlst, hat das keine Chance. Und ihr seht, die Soße, das Pulver, ist beides jetzt schön in die Nudeln gezogen, eingedrungen. Hat sich da rumgelegt, das heißt, wir können die Pizza wiederholen. So, und auf diese Pizza kommt jetzt hier natürlich die ganze Portion Nudeln drauf. Ganz schön gucken, dass nichts in den Ecken hängen bleibt. Kratz den Rest auch noch mit runter. So, dann wird das hier irgendwie verteilt. Damit wir dieses Häufchen Elend nicht nur in der Mitte haben, schmieren wir es jetzt mal so zum Rand hin. Ja, ich habe die Nudeln jetzt nicht groß auseinander gemacht. Manche, die gehen ja da vorher hin, die brechen das ganze Nest irgendwie komplett auseinander. Andere nehmen eine Schere oder nehmen Messer und Gabel und wollen die Nudeln schneiden, dass sie nicht so zusammenhängen. Bei mir, ich versuche immer, dass das Netz im Ganzen bleibt und ich es mir mit einmal in den Mund stecken kann, so gefühlt. Deswegen ist das jetzt schwer, das schön gleichmäßig zu verteilen. Wir haben das jetzt ein bisschen aber trotzdem breit gemacht. So, fürs Video, wie zeigen wir das jetzt? Fürs Thumbnail. Fürs Thumbnail jetzt nochmal. Oder war noch ein paar Restnudeln drin. Halten wir das mal hier so rein und das so dahin. Aber warte mal, das kann ja auch nicht das Thumbnail sein. Denn jetzt kommt das Wichtigste. Wir wollen das ja jetzt zusammenklappen. Da breche ich mir hier eins, ich breche mir da eins. Wir klappen das jetzt einmal zusammen. Die Pizza hat sehr viel Teig, finde ich gerade, also sehr viel Rand auch. Und jetzt habt ihr das. Das soll jetzt das Endergebnis sein. So, wenn ihr das aufklappt, seht ihr, hier sind also jetzt Samyang-Nudeln drin. Es dampft auch eigentlich noch. Aber so viel Rand, der sehr trocken ist, der warm ist. Da wollen wir uns jetzt irgendwie durchkämpfen. Wir beißen mal hier vorne rein. Gucken mal, ob das funktioniert.
half. Ah. So. Jetzt habt ihr eine leicht tomatige Note. Ein bisschen Käsegeschmack. Von den Nudeln ist noch nicht so viel da. Aber irgendwie brennt mir schon die Lippe. Keine Ahnung. Es ist halt wie gesagt sehr viel Rand hier, aber wenn ihr erstmal weiter hier hinkommt, an dieser Linie entlang, den dicken Batzen, da sind so viele Nudeln dann immer, die auf einem Haufen liegen, dann wird das auf jeden Fall genial werden. Beißen wir von dem Rand hier noch ein Stück ab. So, guck. So sieht das doch schon mal interessanter aus. Und so müssen wir uns da jetzt durchkämpfen, das ganze Ding entlang. Ich muss dazu sagen, ich habe natürlich jetzt wenig Geschmack, da es halt nur eine Margherita Pizza ist. Wenn du eine mit Salami nimmst, die ist natürlich kräftiger, wuchtiger. Wenn du da keine Rosé drauf machst, Samyang, sondern too spicy oder Habanero Lime, da hast du so besondere Geschmäcker nochmal, gerade bei Habanero Lime, die Limette, die raussticht. Oder wenn du eben die Cheese nimmst, dann ist das alles kräftiger. Ich wollte jetzt Resteverwertung machen, deswegen diese Pizza, die einfach nur schnell mitgenommen wurde im Angebot. Und plus dann eben diese Nudeln, die ich sowieso zuhauf da habe. Jetzt beiß mal nochmal hier in diesen Nudelstrang. Das könnte das Thumbnail sein. Aber weil es immer noch ein bisschen trocken ist, habe ich noch die Extremely Spicy Samyang Soße hier da. Die ist schon auf, da ist nicht mehr so viel drin. Aber die kannst du dir dann auch drauf machen. Ich werde jetzt versuchen, den Rest einfach zu essen, das im Zeitraffer irgendwie einzublenden. Ich hoffe, der Akku hält so lange durch. Dann nehmt ihr hier schön euren Nudeldöner und packt euch hier die Soße drauf. Und dann beißt ihr rein, jetzt wo die ganze Soße da drauf ist. Jetzt ist nochmal mega Geschmack da, die Schärfe zieht auch an. Also gerade dafür ist so eine Soße immer gut. Wieder draufgehauen, fertig. Das ist natürlich richtig heiß noch innen drin jetzt.
die Soße entfacht immer jedes Mal wieder aufs Neue. Aber es sieht verdammt genial aus. Eigentlich müsste man davon mal ein Bild machen. Moment. Kurz für Insta. Ah, nicht mit Licht, nicht mit Licht. Ohne Licht, so, genau. So, jetzt kannst du es weghauen. Also es ist nicht mehr viel. Das Nudelerlebnis ist auch gleich zu Ende. Da bleibt wieder nur noch Rand. Und ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Die Schärfe oder doch, dass es heiß ist innen drin, immer direkt unter dem Belag, wenn da so eine richtig heiße Dampfwolke rauskommt. Ich glaube, das ist das, was dir wirklich den Atem dann immer nimmt. So, das trockene letzte Stück. Aber auch gerade so ein Drücken auf dem Magen. Keine Ahnung. Der Teller sieht aber erstaunlich gut aus. Dafür, dass so viel Soße immer drauf war und so viel Nudeln innen drin waren, ist da recht wenig auf dem Teller gelandet. Das finde ich gut. Jetzt Hände sauber machen, Mund sauber machen, chillen, verdauen, Vollgeist spielen, keine Ahnung, zur Ablenkung. Ich feiere immer noch diese Soße. Ich feiere auch die schwarze Soße. Ich feiere auch die Carbonara-Soße. Habt ihr das schon mal probiert? Samyang-Nudeln auf Pizza. Welche Samyang-Sorte nehmt ihr immer auf Pizza? Und vor allem auf welcher Pizza? Was ist eure persönliche Lieblingskombination? Wenn ihr das schon mal gemacht habt oder welche Kombi würde euch interessieren? Wie gesagt, Cheese Samyang auf Ananas-Pizza haben wir durch. Cheese auf Salami-Pizza geht. Habanero-Lime auf
Flammkuchen. Macht, wie ihr möchtet. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Schnelldurchlauf mache oder einfach direkt lasse, wie es ist. Damit man schön die Atemgeräusche sieht und das Nasenschnaufen und alles. Sonst war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.